Sind wir wieder hier. Hey. Ja, wir müssen zur U-Bahn, glaube ich, ja. Diese Reformen sollten in erster Linie für... Papiere, prosim. Das wird langsam echt lästig. Chwilku strpení, prosim. Skenuju. Co pak tady máme? Okay. Žádný problémy? Tak jo, Augu, můžeš jít dál. Okay. Kann ich den Prospekt behalten? Natürlich. Schönen Tag noch. Guten Tag, Sir. Ich heiße Felice Ullman und repräsentiere die Santo Group. Wir suchen fähige, augmentierte Personen wie Sie, die mit uns die Zukunft formen wollen. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber das hier könnte die falsche Stadt für einen Zukunftstraum sein. Ist es nicht vielmehr genau der richtige? Prag. Eine Stadt ohne Respekt für den Augmentierungswunsch ihrer Einwohner. Mhm. Den auch Sie hatten. Und Sie wollen mir erzählen, dass Santo eine Stadt gefunden hat, die uns respektiert. Wir bauen sie. Die Welt muss sich ändern. Diesmal zum Besseren. Augmentierungen haben früher schon große Schritte ermöglicht. Und das kann wieder so sein. In Rabia, einer Konzeptstadt aus dem 3D-Drucker. Stand der Technik, klar. Ein Symbol der Evolution. Ja, in der Wüste von Oman. Ich kenne die Meldung. Aber Santo ist nicht die Wohlfahrt und ihre Aktionäre sind keine Philanthropen. Deshalb wurden Leute wie ich eingestellt. Wir verbreiten die Botschaft. Wir machen ein Angebot. Arbeit und Boni für alle Augmentierten. Sie erhalten eine kostenlose Arbeitserlaubnis, solange die Stadt gebaut wird. Und danach? Ein garantiertes Los bei der Wohnraumlotterie. Optimistisch. Schön, dass Sie an dieser neuen Zukunft glauben, die Sie verkaufen. Aber Augmentierte wollen dieselbe Zukunft wie alle anderen. Die Zukunft kann nicht von einem Konzept hergestellt und für viel Geld verkauft werden. Die Zukunft kann nicht von einem Konzern hergestellt und für viel Geld verkauft werden. Das wissen Augmentierte nur zu gut. Unsere Augmentierungen wurden uns verkauft, richtig? Und wir haben damit unser Leben verändert. Die Zukunft ist ein Gerüst. Wussten Sie, dass Santo als einziger Konzern der Welt in den letzten beiden Jahren augmentierte Arbeiter eingestellt hat? Das ist sicher praktisch für eine Baufirma. Im Gegenteil.
Sein Eintreten für die Rechte der Augmentierten hat unserem Präsidenten Todesdrohungen eingebracht. Aber Mr. Brown versteht, dass die Augmentierten die Zukunft früh erkannt haben und gibt sie ihnen jetzt. Ich dachte, der Utulek-Komplex wäre Santos Zukunft für die Augmentierten. Dort lief wohl nicht alles nach Plan. Es war nicht unser Plan. Utulek sollte eine große und günstige Wohnlösung für Gelegenheitsarbeiter sein. Nicht das, was daraus geworden ist. Warum hat Brown da nicht eingegriffen? Eine Verbindung mit einem Opti-Ghetto macht keinen guten Eindruck. Wir konnten nichts tun. Seit dem Zwischenfall betreiben der tschechische Staat und seine Polizei den Komplex. In Rabia wird das nicht passieren. Kommt dieses Förderprogramm mit Rabia für die Augmentierten nur von Nathaniel Brown? Ausschließlich. Der industrielle Grundriss, das archäologische Design, die Rekrutierungskampagne, sogar die Anwerber hat Mr. Brown persönlich getroffen und ausgesucht. Ist das zu glauben? Ja, ist es. Archäologisch? Architektonische Ökologie. Rabia ist umweltfreundlich und autark. Es ist nicht nur seine Lösung für die Augmentierten, sondern für Städte an sich. Es ist visionär. Anders kann man es nicht sagen. Richtig. Leider sind die meisten Visionäre so auf ihren großen Plan fixiert, dass sie die Menschen aus den Augen verlieren. Rabia. Ich muss über all das nachdenken. Ich kann mich nicht sofort verpflichten. Natürlich. Wie gesagt, ich will Ihnen keine E-Broschüre über Rabia verkaufen. Sie kennen das alles schon. Es geht mir nicht um Bilder und Hologramme. Ich will, dass Sie an den Ort glauben. Es ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Das hoffe ich auch. Sento und Augmentierte wie Sie formen die Zukunft. Können Sie mir helfen? Ich brauche auch nicht viel. Hier geht es ums nackte Überleben. Bitte. Ja, würde ich ja gerne. Aber kann ich nicht. Wenn ein Stern in finsterer Nacht. Was? Das Lied. Ein Ohrwurm. Ich denke dann immer an das alte. Was haben wir denn da? Man hätte ihn schon vor Jahren niederbekommen. Scheiße, Puppen und Clowns sind die Brot des Teufels. Müssen wir hin? Nur da, ne? So was passiert mir nicht. Diesen Bereich verlassen? Ja.
Autorisiertes Personal, wir sind autorisiert. Schnell sein. Aber sieht ganz gut aus. Zugriff gewährt. Ja, da kann ich aber leider nicht runter. Superteile. Was haben wir denn da? Da ist auch noch was. Aktentasche. Oh. Ne, das funktioniert nicht. Ich hasse Nachrichten. Was ran im Ström, Sebastian? Hunger, Morde, Krankheiten. Ich reiß noch ein paar Jahre runter und dann genieße ich die Rente. Pracuješ pro jednu z těch firem tady. Jen málo z nich si nechalo augmentovaný zaměstnance. To jsi měl kliku. Co? Ich habe Ihnen nichts zu sagen, es sei denn, in diesen Armen steckt ein Staubsaugermodul. Die Stadt wird von Kriminellen regiert. Ich werde in der U-Bahn immer ein bisschen nervös. Der Ladenbesitzer war mit dem Schutzgeld in Verzug. Großartig. Also hat mein Klient ihn erschlagen. Wir hatten uns vor einem Kopf. Was ist Ihre Strategie? Haben Sie vielleicht Interesse an Hacking-Software? Willkommen, willkommen! Hübsche Ware hast du da. Alles High-End. Und ich sehe schon, das ist dein Ding. Von wem ist deine Tech? Nicht von Isolay. Die gibt's nicht in Schwarz. Versuchst du das bei allen Kunden? Nur bei denen aus Carbon. Von einem Fan zum anderen. Mir kannst du's sagen. Ich muss dich leider enttäuschen. Vielleicht kannst du's wieder gut machen. Du hast doch bestimmt Zugang zu Breach-Software. Das Zeug ist illegal. Lass die Spielchen, Mann. Es ist illegal, weil die Regierungen der Welt ihre schmutzigen Geheimnisse bewahren wollen. Aber wir lüften sie trotzdem. Und du kannst dabei helfen. Sei ein Teil der Revolution.
Übrigens, wirf doch mal einen Blick in meinen Computer. Da steht alles drin. Kauf oder Verkauf? Sicher. Alles klar, nur zu. Hammermäßig. Elektroschockpistole. Multitool, Superteile, Hacken. Na, hier kann ich meine Schrotflinte verkaufen. Schon alles gesehen, was? Nichts für mich. Ich setze dir schon keine Sozialaug ein. Ereigneten sich, nachdem Dr. Rucker, Anführer der Augmented Rights Coalition, in den benachbarten Ja, ich weiß, Sie haben kein Geld. Und wenn schon. Hallo? Lisa, was ist das hier? Mann, keine Credits, kein Geschäft. Wiedersehen. Ja, probieren wir unser Glück. Zugriff gewährt. Da nicht im PDA irgendwas gehabt? Lieferprobleme. Nee. 5, 6, 2, 2. Wir probieren es mal aus. 5, 6, 2, 2. Okay, hat nicht funktioniert. Ist auch da hinten. Prozent. Gucken wir mal. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert.
schon, komm schon. Zugriff gewährt. Na, bitte. Hier, okay. Ich glaube, das kommt nicht so gut, wenn wir durch die Hintertür reingehen. Da, tatsächlich. Wie ich dir immer sage, Vado, in der alten Heimat sind die Menschen echter. Sie haben Respekt voreinander. Wenn dir jemand was zu sagen hat, sagt er es dir ins Gesicht. Höflich. Das ist... Was ist denn? Hau ab, Techno. Wir haben geschlossen. Oh, er ist nicht hier, um zu spielen, Vado. Oder? Sind Sie Ota? Ich bin Herr Botcovelli, ja. Und wer bist du? Ich bin hier im Namen einer beteiligten Drittpartei. Hast du das gehört, Vano? Unser Gast ist sehr verschlossen. Vorsicht ist immer gut, wenn man nicht genau weiß, mit wem man es zu tun hat. Das stimmt. Bringt aber manchmal auch Probleme mit sich, die mit etwas Offenheit vermeidbar gewesen wären. Wenn keiner der Beteiligten kompromissbereit ist, kann es keine befriedigende Einigung geben. Ich möchte jedes Missverständnis vermeiden. Gut. Und da du meinen Namen kennst, und bestimmt noch mehr über mich weißt, solltest du dich ein bisschen vorstellen. Ein Problemlöser. Ausweichen. Ich weiß, dass Sie ein intelligenter Mann sind und bezweifle, dass es etwas über mich gibt, das Sie noch nicht wissen. Ich bin natürlich wegen Vaclav Koller hier. Er wartet auf eine Lieferung von Ihnen. Ist bestimmt nur ein Missverständnis. Ich weiß bisher nur über dich, dass du die wichtigste Regel guter Geschäftsbeziehungen nicht kennst. Und die lautet gegenseitiger Respekt. Und das mit Koller war kein Missverständnis. Er wollte den Kalibrator und ich habe mich geweigert, genau wie jetzt bei dir. Deshalb mag ich keine Deals mit Optis, Vano. Schlecht fürs Geschäft. Koller muss verzweifelt sein, wenn er jemanden wie ihn schickt.
Ausweichen. Kompliment machen. Vielleicht will er auch einfach nicht vom Betrügerischen verladen werden. Gerade heraus. Vor einer Sekunde sprachen sie von Respekt und jetzt reden sie mich einfach. Ich bin hier, weil Koller der Einzige in der Stadt ist, der die Reparaturen durchführen kann, die ich brauche. Das ist die Wahrheit. Wie wär's, wenn sie auch damit rausrücken? Ausweichen. Boah, was machen wir? Warte, ich sag direkt einfach, was Sache ist. Vor einer Sekunde sprachen sie von Respekt und jetzt ignorieren sie mich einfach. Ich bin hier, weil Koller der Einzige in der Stadt ist, der die Reparaturen durchführen kann, die ich brauche. Das ist die Wahrheit. Wie wär's, wenn sie auch damit rausrücken? Siehst du, Wano, jetzt ist er ehrlich. Zu ehrlich. Du redest von Respekt, zeigst aber keinen. Wano. Herr Botcovelli möchte, dass du jetzt gehst. Du hast hier nichts verloren, Metallmann. Verschwinde. Hey, Sir, warte. Gib Bescheid. Verschwinde, Bratischka. Machen wir jetzt. Ich könnte mich natürlich auch einfach durchballern. Oh, warte mal. Das ist deine letzte Chance zu verschwinden. Ja, Mann, ist ja gut. Ich speichere erstmal. Egal, regeln wir das halt eben so. Ich bring dich um. Wie hat er uns abgeschüttelt? Suchen. Er ist weg. Hier ist jemand. Scheiße. Ich regel das jetzt mit dem. Na toll. Man fängt ja schon mal gut an.